Warum? Dieser Superglaube ist nicht ernst gemeint und lediglich wird unter dem Zwecke gedacht. Danke und willkommen bei Lautmaus der Klapse, der schönen Internetshow auf diesem Kanal. Let's go. Sie mögen sich vielleicht fragen, was es hiermit auf sich zu tun hat. Zuerst war Merkel. Ich guck auf den Bildschirm. Gott. Meine Güte. Das ist doch jetzt schon wieder. Ich guck jetzt immer auf den Bildschirm. Aber eigentlich soll ich ja in die Kamera gucken. Aber in die Kamera gucken ist nicht so blöd. Sonst wenn es so ein Logitech ist halt. Macht das nicht so viel Spaß. Aber hier haben wir zum Beispiel Nimm 2. Sehr lecker. Alten Kaffee. Auch sehr lecker. Im Teebeutel. Esse ich jeden Tag. Hier so ein. Eigentlich soll das gegen Stromausfälle helfen. Aber funktioniert jetzt nicht so sehr. Ja, du, mein Lieber. Also, meine lieben Leute, was passiert, wenn ich das? Ja. Ich mach's gut. Okay. Die Merkel. Die Merkel. Wisst ihr, was die Merkel hier macht? Die ist eigentlich ganz schlau. Die wartet, bis der Scholz dem Scholz endlich mal eine Straftat nachgewiesen wird und dann kommt die mit vollem Ballett wieder rein. Also markiert mir euch da meine Worte. Diese ganzen Leute, die da gesagt haben, oh, das ist hier, ich habe nur 2 Stunden geschlafen. Diese ganzen Leute, die hier gesagt haben, die ist viel zu alt, das stimmt gar nicht. Merkel ist in Wirklichkeit eigentlich so eine Art Titan. Wie soll man es erklären? Praktisch, wenn das hier Scholz ist. Das ist so eine Vorproduktion. Nichts Besonderes. Diese Gruppe. Dann ist das hier, dieses wunderschöne Redmi 9. Extra von China. Hallo China, wie geht's euch denn so? Dann ist das hier das Redmi 9 Merkel, zumindest im Wert jetzt. So, also Merkel wird noch ganz, ganz wichtig. Die wird uns noch. Also eigentlich hat die immer nicht so richtig was gesagt, aber eigentlich hat die Merkel im Hintergrund ganz viel gemanagt. Und ja, es stimmt, Putin ist ja ihr Lover, also da gibt's auch keine Widerlegung, wie das so ist. Und eigentlich will die Merkel ja, dass der Krieg gar nicht weitergeht. Aber der Putin, der hat irgendwie ja, Sanktionen von Amerika und jetzt kriegt er seinen Doppelwhopper nicht mehr, seinen wöchentlichen Doppelwhopper. Und da ist ja auch nicht mehr zu bremsen. Also es gab ja am Anfang noch Möglichkeiten, aber als die Sanktionen von der USA da reinkamen, da gab's dann gar keine Möglichkeiten mehr, sich irgendwie noch zu versöhnen. Weil, ja, der Putin, der hat dann nicht mehr sein leckeres Essen gekriegt. Kann ich das vielleicht aufstellen? Funktioniere doch! Du böse Technologie!
Also, der Putin. Was macht der denn gerade so? Also, wie gesagt, Putin kriegt seine Doppelwaffe nicht mehr. Und deswegen ist er jetzt ganz böse. Und will die Ukraine angreifen. Ja, und die Merkel, die versucht eigentlich mit F-104 Starfightern die ganze Zeit Doppelwarper nach Russland zu kriegen. Das Problem ist bloß, der F-104 hat nicht so ein gutes Heizungssystem und hat leider auch keine gute Warmhaltebox. Das bedeutet, der ist dann immer kalt. Und da ist Putin, wird zurückgehalten, die Offiziere machen dann halt Fehler. Das ist auch, wenn die Ukraine vorstößt, dann hat der Putin gerade mal wieder seinen neuen Doppelwopper gekriegt. Aber die sind halt kalt und deswegen, solange das nicht wirklich warm ist, noch dampft und dann auch noch hier McDonald's Kindermenü kriegt, da kann der Putin leider nichts machen. Also da wird er nicht besänftigt. Da gibt's auch keine Möglichkeit auf einen Frieden. Solange der sein Spielzeug nicht kriegt, keine Möglichkeiten. Also Amerika muss da schon all seine Sanktionen heben, damit die wieder McDonald's und Burger King da kriegen. Also Putin braucht das wirklich, sonst wenn Putin das nicht kriegt, dann haben wir echt einen dann geht das gar nicht. Also im schlimmsten Fall gibt es einen Atomkrieg und das wird dann so sein, erst wird der Großteil. Warum ist das jetzt dunkel geworden? Okay, nein, das funktioniert auch noch nicht. Ne? Ah, bitte fein, ja, bitte fein nicht ab. Die Lampe ist da ein bisschen. Die ist hier so. Da. Hier, das ist nur Klebeband an der Stelle. Deswegen ist das so ein bisschen schlecht. Ben Dover hat in Counterforce geschrieben. But are they so using the protection to shoot down Palestinian cheap missiles? Keine Ahnung, Alter. Ich bin leider nicht das Militär, das israelische. Also, da kann ich dir wirklich leider nichts sagen, Ben Dover. Aber wie gesagt, das ist so eine Situation. Das ist halt so ein Religionsding. Ganz grob. In einer kleinen Ecke ist das so ein Religionsding. Was auch Ding mit diesem Konflikt gerade zu tun hat. An einer kleinen Stelle. Nicht generell, aber ganz, 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 ganz grob ein Religionsding. Leider. Es ist ja immer so ironisch. Religion soll die Leute zusammenbringen, soll ja Frieden stiften. Hat in den letzten paar hundert Jahren nicht ganz so funktioniert. Aber wo war ich? Ja, der Putin. Wie gesagt, der braucht sein Spielzeug, der braucht seinen warmen Doppelwarper und braucht ja noch einen McRib. Aber nicht sowas, was sowas irgendwie, ich weiß nicht, Berlin-Rotlichtviertel kriegst, was irgendwie, wow, einmal aus Versehen ein bisschen Crack reingefallen ist und dann einer das mit dem Boden mal im Boden mariniert hat, wo die Hunde dann ihr Geschäft erledigt haben. Nein, er braucht ein richtiges Premium-Teil. Wirklich mit den besten Sachen aus dem Fleischwolf geholt, vom Fleischer aus dem Erzgebirge und dann muss das da alles so ganz gut sein. Die Barbecue-Soße direkt aus Amerika importiert, mit Gold belegt. Und wenn diese ganzen Sachen fertig sind, dann. Und wenn Merkel das dann wirklich mit den F-104-Jets über die Ukraine kriegt, dann gibt es vielleicht eine ganz kleine Möglichkeit, Putin zu besänftigen. Dann spielt er erst mit seinen Spielzeugen, dann ist er erstmal abgelenkt. Und das ist dann der Moment,
wo die Ukraine zurückschlagen kann. Und dann kann die wieder alles einnehmen und dann ist der Krieg praktisch schon gewonnen. Ja, so wird das gehen. Über die Minenräumung der praktisch 25% der Ukraine bereits wollen wir jetzt mal nicht reden, aber ja, das wird eigentlich ganz schön. Was haben wir denn hier? Hier haben wir die kleine süße Box darin. Sollen wir die Teefilter? Hier ist ein unfassbar cooler Teefilter. Ich habe das aus so einem ISIS-Video gelernt, wie man sich das macht. Übrigens. Hier der Teefilter, sehr stylisch, sehr billig, glaube ich, günstig. Ja, der Teefilter ist sehr schön, dann kann man sehr gut Kaffee machen. Viele Leute machen dann nur Tee oder irgendeinen anderen Mist, Spillemist da drin. Aber da drin Kaffee zu machen, das ist eigentlich der Lifehack. Denn wenn ihr da Kaffee drin macht, dann bleibt der Kaffee größtenteils da drinnen und ihr braucht nicht irgend so eine übel teure Kaffeekanne für irgendwie einen Zehner, sondern ihr braucht einfach nur das, dann könnt ihr es da reinschütten, reinmachen. Man muss zugeben, der Kaffee schmeckt dann nur halb so gut und öfter ist auch richtig scheiße, wenn ihr euch mit den Maßen vertan habt. Aber mit den Kaffeefiltern, damit kann man das echt gut machen. Und ich habe das jetzt schon dreimal gemacht. Ja, wie gesagt, man schläft nicht viel, weil man öfters viel zu viel von dem Kaffee nimmt. Ja, trinkt nicht so viel Kaffee, das ist nichts wie ein Energy Drink oder so. Da fühlt ihr euch echt, als hätte Allah gerade irgendwie eine Sünde auf euch gehetzt. Hier auch so ein. Da steht ein Ming drauf, der Miso-Mix. Ich mag ja Miso, ja, das ist. Also es gibt zwei Songs, die heißen Heto no Chushin, ein Remix und dann das Instrumente. Das sind die einzig guten. Die anderen sind so mit bis. Oh, bitte mach das aus, sonst schmeiß ich den CD-Spieler aus dem Fenster. Hier ist aber nicht der Miso-Mix drin. Hier ist der Miso-Mix drin. Hier, das ist die CD, wie man gut sehen kann. Und hier ist FX Twin und Voice of Canada drin. Beide sehr gute machen bei. Eine davon hat bisher sehr gute Musik gemacht. Der andere Typ auch. Verdammt gute Musik. Ja, nicht immer. Also FX Twin besonders, das ist ja so ein großes Output-Ding. Das ist. Schwankt ab und zu in Qualität. Das hier ist zum Beispiel auch im. Also. Das ist hier so ein. Also, ich will ja nicht irgendwie als Teufel huldiger werden und deswegen benutze ich ja keine konventionellen Gabeln mehr, weil es ja praktisch so der. Die Teufelsgabel ist. So, das wäre eine Sünde. Und deswegen benutze ich diese Spießer. Das ist praktisch diesen Minispeer und dann ist das keine Sünde. Dann ist das verdammt, dann ist das alles gut. Dann gefällt das den Menschen und der evangelischen Kirche und da muss ich nicht mit dem lieben Onkel, muss ich dann nicht ins Nebenzimmer für so vielleicht mal 15 Minuten und dann traumatisiert werden. Also muss ich nicht. Hier habe ich gerade auch noch eine. Golden 4. Also China, Leute, wenn ihr es noch nicht mal schafft, gottverdammte SSD mit einem vernünftigen Namen, nämlich eigentlich Golden Fire auszustatten, sondern ihr nennt das nur Golden 4, dann ist das ein bisschen schlecht. Solid State Drive, ja, was ist es denn jetzt? Ist es jetzt eine SSD oder ist das jetzt.
Achso, das ist. Ach, das ist gespiegelt. Ja. 2,5. 2,5 SATA. Keine Ahnung. Made in China. 1 Terabyte. Dieses kleine Teil. Und das ist auch eigentlich nur die Plastikhülle. Das richtige Ding ist vielleicht 1,5 groß. Was haben wir denn hier? So. Okay. Ja, also ich habe ja auch noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel. Leute, bitte tragt Socken, wenn ihr irgendwo rumlauft. Das ist nicht sehr schön. Das hier ist eine zerknautschte Eisteeflasche. Das Resultat, wenn man mal einen War Thunder Kampf durch irgendeinen dummen Move verliert. Ja. Ich weiß nicht, wie ich die wieder aufkriege. Das sind 25 Cent. Und wenn die nicht da sind, 25 Cent, das ist immer die Entscheidung. Dann kommt die Entscheidung, ob man sich halt das 5-0er kauft oder nicht. Und das ist dann schon entscheidend. Oh. Oh Mann. Ich habe dieses Spiel nie gespielt. Also wirklich. Nie. Aber ich habe vor einer Stunde ungefähr zwei Videos darüber geguckt. Ja. Ulala. Oh Gott. Also, meine lieben Leute und Soldaten, ja. So lange. Ratet mal, was ich auf dem Sportplatz gefunden habe. So. Ein magisches Orb. Das all die Kräfte der. Oh, der modernen Technologie in sich hat. Wenn ich dieses Orb lange genug schütteln würde und gegen diesen Bildschirm schmeiße, würde sich eine große Flamme entwickeln und das ganze Haus wird abbrennen, weil dieses Orb so mächtig ist. Und ich mache es mal nicht, weil ich Angst davor habe, aber ja, wie gesagt, dieses Orb hat so viel Macht, das ist wahrscheinlich 70 Milliarden wert. Also wirklich, der Wert davon ist unfassbar. Es ist ungefähr 6 Kilo, 6, 7 Kilo schwer. Oh. Gott, damn it, Larry! Get the lights back on! Oh, damn it! Okay, this is a magic orb. It irradiates geological energies and it absorbs it. And you can, if you hold it up like this and say some prayers 3 times in a row, a big bolt of lightning will shoot out of it and it will give you 10 gold coins, which is very good. I'm selling this on eBay for 5 million euros. If anyone wants to buy it, please just contact me in the comments. Thank you.
aber wie gesagt, Merkel wird zurückkommen. Das sag ich euch. Selbst wenn die AfD ein bisschen ironischerweise, besonders in den westlichen Ländern, wie kommt es 21% in Hessen werden? Das ist echt eine Frage. 21% AfD in Hessen. Also die zweitstärkste Macht generell, auch in Bayern. Zweitstärkste Macht. Also die AfD ist gerade am Übernehmen. Aber die Merkel, die wird zurückkommen, die wird das alles übernehmen. Das ganze Deutschland wird wieder aufgebaut und dann wird Putin endlich da das Zeug gesendet. Und dann kriegt er endlich sein Happy Meal. Endlich weiß ich, wie das überhaupt heißt. Sein Spielzeug, seinen warmen McGriff und seinen warmen Doppelwopper. Und das in ganz gutem Style. Danke fürs Zuhören und tschüss.